Basketballstar James Harden von den Houston Rockets hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Auszeichnung als wertvollster Spieler MVP der NBA erhalten. Dies gab die nordamerikanische Profiliga in der Nacht zu Dienstag bekannt. Der 28-jährige Flügelspieler war mit 30,4 Punkten pro Spiel der Topscorer der Liga und führte die Rockets zu einem Vereinsrekord von 65 Siegen in der regulären Saison. In den Playoffs musste sich das Team aus Texas dem späteren Champion Golden State Warriors geschlagen geben. Die Rockets verloren die Halbfinalserie gegen die Warriors mit 3:4 nach Spielen. Harden ist der erste Rocket-Spieler seit dem legendären Hakeem Olajuwon, der die Trophäe in die texanische Metropole holt. Olajuwon war dies im Jahr 1994 gelungen. Ich habe in den letzten 4 Jahren immer wieder an die Tür geklopft. Jetzt ist der Moment endlich gekommen. Man versucht jedes Jahr stärker zurückzukommen. Dann diese Trophäe in der Hand zu halten, bedeutet mir eine Menge. Es fühlt sich einfach gut an, sagte Harden, der 86 Stimmen erhielt, im Anschluss an seine Auszeichnung. Auf dem 2. und 3. Platz der MVP-Wahl landeten LeBron James, Cleveland Cavaliers, 15 Stimmen, und Anthony Davis, New Orleans Pelicans, 0 Stimmen. Die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler der Saison ging an den Australier Ben Simmons. Der 21-jährige Spielmacher der Philadelphia 76ers konnte sich in der Rookie-Wahl gegen Donovan Mitchell, Utah Jazz, und Jason Tatum, Boston Celtics, durchsetzen. Den Titel des besten Trainers der Saison sicherte sich Dwane Casey, der von den Toronto Raptors nach dem vorzeitigen Playoff aus jedoch noch vor dem offiziellen Saisonende gefeuert wurde. Die Plätze 2 und 3 gingen an Brad Stevens, Boston Celtics, und Quinn Snyder, Utah Jazz. Der Most Improved Player der abgelaufenen Spielzeit wurde Victor Oladipo von den Indiana Pacers. Bester 6. Mann des Jahres ist Lou Williams, L.A. Clippers. Bester Verteidiger Rudy Gobert von den Utah Jazz.